Und jetzt kommen wir zu unserem Musikgast, Sophia Porternett. Schönen guten Tag. Guten Tag. Wir haben Sie ja eben schon mal gehört. Also es ist spannend. Sie sind geboren am Tag des Mauerfalls in Kiel, sind dann gezogen nach Paris, leben jetzt in Berlin. Richtig. Und Sie singen auch in allen Sprachen, auf Deutsch, auf Französisch, auf Englisch. Richtig, genau. Trotzdem muss ich sagen, wenn ich Sie ansehe, erinnern Sie mich tatsächlich an Musik aus den 70ern und 80ern. Ist das dann die Musik Ihrer Eltern, die Sie da inspiriert hat? Das ist mein eigener Stil, aber wahrscheinlich gibt es da unterschiedliche Einflüsse, die sich da noch mit verfestigt haben über die Zeit. Aber ich gucke da gar nicht so weit nach hinten, sondern ich gucke halt, was gefällt mir und suche mir dann die Sachen raus. Und anscheinend bin ich jemand, der dann doch eben auch solche Vintage-Sachen mag oder so einen Stil halt gerne mag. Jetzt singen Sie auf Deutsch, auch in den anderen Sprachen, haben wir gesagt. Ja. Aber die BBC beispielsweise, die Kollegen der BBC, die feiern Sie schon als neuen Popstar, als neuen Musikstar am Himmel. Wie erklären Sie sich das? Ich denke, es ist nicht ganz so üblich, dass deutsche Künstler von Anfang an in ihrer Karriere eben auch schon auf verschiedenen Sprachen singen. Und dadurch, dass ich das tue, hat sich das halt auch nicht nur in Deutschland sozusagen bemerkbar gemacht, sondern auch in anderen Ländern. Und insofern ist es international. Und würden Sie Ihre Musik auch so beschreiben, international? Auf jeden Fall, ja, doch. Weil die verschiedenen Einflüsse kommen. Wir haben jetzt gesagt, ich habe gesagt 70er und 80er, New Wave vielleicht. Was gehört noch dazu, Mitri? Hallo, schön, dass du da bist. Als ich Sophia Porternett das erste Mal gehört habe, dachte ich Susie and the Banshees. Dann habe ich gerade gedacht Nina Hagen. Es ist alles ein bisschen drin. Aber es ist 100% Sophia Porternett, ist wahrscheinlich was anderes. Und Sophia Porternett geht auch auf Tour. Richtig. 2021 im Februar, ist also noch ein bisschen hin. Bisschen hin, aber die Tickets kann man jetzt schon kaufen. Und jetzt hören wir mal, wie es sich anhört. Danke. Sophia Porternett live im ZDF Morgenmagazin. Wir sind morgen um 5.30 Uhr wieder da. Bis dann. Tschüss. Sich in meiner Nacht.